New York, die Stadt, die niemals schläft, der Big Apple. Was einem noch sonst alles für Ausdrücke einfallen, mir fallen keine mehr ein. Hier kommen wir in der Penn Station an und ja, man hat hier noch keinerlei Gefühl für die Stadt, aber man wird sofort mit den richtigen Tönen hier begrüßt. Was für eine Rumpelpartie hier in den U-Bahnen, oder? In New York herrschen extreme Klimazonen. Während in den U-Bahn-Waggons extreme Kälte herrscht, ist in den Stationen es unglaublich heiß. Ja, und hier kommen wir in der 51. Straße an und der kleine Stefan wird gerade von der großen Stadt hier beeindruckt. Gut, es ist ein bisschen hier wie in Philadelphia, aber da wird noch einer baut. Ja. Noch ist es. Dieses Dampfwasserstadion da. Darüber muss man jetzt wieder. Aber ja, wenn man in Philadelphia war, ist es nicht mehr so ganz so. Wie sage ich ja, man ist ein bisschen abgehärtet, also, aber die richtigen Stufen kommen noch. Hast recht. Wenn man, also bevor ihr nach New York fahrt und nicht erschlagen sein wollt, fahrt noch nach Philadelphia. Da habt ihr es ungefähr so ähnlich. Aber gut. Ja. Es kommt noch, die richtigen Schluchten kommen noch. Sehr gut. Na dann, lass uns aufbrechen. Wir müssen jetzt nur noch mehr in irgendeiner Richtung. Da das Labor Day Wochenende ist und der erste Montag im September auch bei den Amerikanern frei ist, sind noch einmal noch mehr Menschen in New York unterwegs. Herzlich, wir sind im Hotelzimmer im Hilton Doubletree. Und in welchem Stockwerk? Im 24. Im 24. Stockwerk? Das glaube ich nicht, oder? Oder schauen wir mal raus aus dem Fenster in New York hier. Oh, das sind mal schon, das sind Gebäude, die sind, man muss sich wahrscheinlich noch höher als 24 Stockwerke. Und da geht es einfach einmal ein bisschen nach unten auf so eine Terrasse. Ja, also es ist schon, also ich finde den Ausblick schon genial. Also das ist sehr genial, kann man sagen, was man will. Aber für Höhenangst habende Leute ist das dann ein bisschen schwierig. Höhenangst haben der Leute, gibt's Cookie. Ja, dafür gibt's Kekse. Beruhigungskekse. Wir sind Beruhigungs- echt super geil und wir hielten, dass wir kommen, Karl.
An unserem Ankunftstag in New York haben wir am Abend noch einen Termin im One World Observatory. Dort kann man vom 102. Stockwerk über die ganze Stadt überblicken. Das One World Observatory wurde nach dem 11. September über mehrere Jahre gebaut, als die Twin Tower des alten World Trade Center ja eingestürzt sind. Die immersive Gestaltung allein des Weges schon Richtung Lift ist wirklich beeindruckend. Wir erleben Manhattan in der Geschichte, während wir mit dem Lift nach oben fahren. Sensationell gemacht hier. Die Häuser wachsen in die Höhe. Das alte World Trade Center hier. Die Kabine wackelt. Ja, sie wackelt ein bisschen. Und schon sind wir im Jahr 2010 und dieses Gebäude entsteht gerade. Welcome to One World Observatory. Und da sind wir. 102 Stockwerke weiter oben. Und nach einem kurzen Einführungsfilm öffnet sich dann der Blick auf die wohl vielfältigste Stadt der westlichen Hemisphäre. Und jetzt werdet ihr gleich die Bilder sehen, die auch den Anfang meines Videos hier gestaltet haben. Und ich weiß, ihr erwartet ihn einfach. Und ja, ihr bekommt ihn. Und hier ist er, der dazu passende einzige Song. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New a brand
up to you, New York. Nach diesem langen Tag ist die Nacht über New York hereingebrochen und es gilt, die Frage zu stellen, was wir denn noch essen wollen. Ja, und so überraschend das klingt, wir haben ein ganz fantastisches griechisches Lokal in der 51. Straße gefunden. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again. Ja, Woody Allen und Diane Keaton aus dem Film Manhattan haben auch ihre New York-Liebe hier absolut gefeiert. Und hier bei der Queensboro Bridge auch einen Platz gefunden. Und so Hollywood immer auch ist, so ist die Realität manchmal gar nicht so weit weg. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep.